willkommen zu einem neuen Video. Dieses ist mal ein anderes Video. Wir möchten euch hier ein Fazit geben zu einem Kescher, den wir schon hatten und einem Kescher, der neu dazugekommen ist bei uns. Und zwar von der Firma Fenzel. Wir hatten das schon mal angesprochen in dem Video. Die Firma Fenzel ist eine Manufaktur in der Tschechischen Republik. Die stellen alles in Handarbeit her und stellen für jegliche Angelarten Kescher her, fürs Spinnenfischen, fürs Fliegenfischen und unter anderem auch fürs Karpfenangeln. So, und da haben wir hier den Standardkescher, den haben wir ja schon über ein Jahr. Und hier die Neuvorstellung, der Premium-Kescher. Und die stellen wir euch jetzt im Einzelnen nochmal vor und zu dem, den wir schon hatten, machen wir ein kleines Fazit. Das ist der Karpfenkescher Standard, den haben wir jetzt schon ein Jahr in Benutzung. Bei dem kann man die Kescherstange nicht abmachen, aber sie ist teleskopierbar. Komplett ausgezogen hat der Kescher von oben bis unten eine Länge von 2,90 Meter. Die Arme sind 1 Meter, Öffnungsmaß 90 Meter. Tiefe des Netzes ist 80 Meter. Das Netz ist komplett gummiert. Vorteile sind ja bestimmt weitläufig bekannt. Fischschonender, die Haken verfangen sich nicht und er nimmt keinen Geruch an, also wenig, sehr wenig Geruch an und trocknet verdammt schnell. Ja, bei dem Kescher sind auch die Arme. So, die Arme sind aus Fiberglas, sind auch extrem belastbar. Und bei diesem Kescher ist es so, dass der hier über einen Klappmechanismus umklappbar ist. Ja, kennt man von vielen anderen Keschern auch. Ich hatte erst Bedenken, dass das mit diesem Verschluss ein bisschen tricky sein könnte, aber nee, es hat sich wirklich als machbar erwiesen, also als gut machbar erwiesen, wenn man einen Fisch gefangen hat, dass man dann löst, nach oben umklappt und dann den Kescher zwei, dreimal eindreht und dann den Fisch so transportieren kann. Wie gesagt, war erst der Gedanke, es könnte eventuell, aber nee, hat sich als Die Bedenken haben sich als falsch herausgestellt. Das lässt sich wirklich gut machen. Das ist eine reine Übungssache. Ja, Fazit jetzt nach einem Jahr Benutzung von diesem Kescher muss ich sagen, er hat uns nie im Stich gelassen. Er hat immer unsere Erwartungen erfüllt. Wie gesagt, auch mit dem Umklappen, reine Übungssache, funktioniert wunderbar. Wir haben damit auch große Graser gekeschert. Die haben dem einfach mal nichts entgegenzusetzen gehabt. Also es ist auch immer rausgesprungen, also richtig mit Gewalt. Und an dem Kescher ist bis jetzt nirgendwo irgendwo eine Abnutzungsspur zu erkennen. Also ist wirklich Qualität mega. Netz riecht auch nicht. Wir haben auch damit Brassen gekeschert. Alles super. Sind mit dem Kescher eigentlich bisher mega zufrieden. So, damit kommen wir zur Neuvorstellung und zwar zum Karpfenkescher Premium. Ich bin der Meinung, der hat wirklich den Namen Premium verdient. Bei diesem Kescher ist man wirklich auf alles eingegangen, was die Karpfenangler zu verbessern gewünscht haben. Und hier ist auch eine Sache verbaut, die meiner Meinung nach auf dem Markt einzigartig ist. Zum Kescher selber. Er besteht wieder aus der teleskopierbaren Kescherstange. Wie beim Standard kann man auch hier die Enden tauschen lassen, beziehungsweise von der Firma Fenzel ändern lassen. Entweder dieser weiche Schaumstoff, dann gibt es noch Holz und Carbon. Die Kescherstange selber ist austauschbar, also wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet eure alte Kescherstange weiterverwenden, könnt ihr das gerne machen. Das Gewinde ist Standard, kennen wir ja von allen anderen Keschern. So, dann sind diese Kescherarme wieder Fiberglas. Wir haben wieder das gummierte Netz, 80er Tiefe, wie beim anderen auch. Und haben hier noch einen Magneten dran, den man am Kescherkopf festmachen kann, sodass man das Netz nicht mehr klippen braucht. Die Arme sind wieder aus Fiberglas und haben die Besonderheit, dass man hier auf den Armen eine Art Schwimmkörper aufgebracht hat. Also das Netz schwimmt von alleine. Und wir werden es nachher noch testen. In dem Video von der Firma Fenzel habe ich gesehen, dass der ganze Kescher von alleine schwimmt. Wir werden es nachher testen. Und da kommen wir schon zur ersten Besonderheit des Keschers und ich finde, das ist auf dem Markt einzigartig. Und zwar ist es der Kescherkopf. Der Kescherkopf hat hier einen Drehmechanismus, den kann man nach links oder nach rechts drehen, also von links und rechtshänder geeignet. Und wenn man den dreht, passiert Folgendes. Die Arme klappen zusammen.
Und dann kann man die Arme schön bequem hier rausziehen. Und da haben wir schon die zweite Besonderheit. Die haben hier mit diesen Edelstahl-Einsteckern Magnete verbaut, sodass man den wieder reinstecken kann, den Kescher rumdrehen und die Arme fallen nicht raus. Aufspann des Kechers ist denkbar einfach, nur die Arme nehmen, nach außen ziehen, bis es klick-klick macht und schon ist er wieder einsatzbereit. Also ich wüsste nicht, welche Firma im Karpfenbereich sowas mal gebaut hat. Ich weiß, es gibt es von anderen mit dem Knopf, habe ich auch mit vielen gesprochen, die haben gesagt, das ist nicht das Wahre, weil es ständig klemmt. Also wie gesagt, das hier ist absolut wartungsfrei, ihr braucht auch nichts dran zu machen und meiner Meinung nach absolut genial gelöst. Wie den Standardkescher auch, werden wir diesen Kescher dieses Jahr am Wasser ausgiebig testen. Er wird uns ständig begleiten, die andere auch, aber dieses Jahr ist er hier dran. Er muss dieses Jahr zeigen, was er kann, ob er wirklich das hält, was wir davon uns versprechen. Weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, 2,90 Meter von oben bis unten bei komplett ausgezogener Kescherstange. Gewicht ist, glaube ich, 200 Gramm mehr wie der, aber wie gesagt, habe ich schon gesagt, das Gewicht ist für mich persönlich vollkommen irrelevant, weil es ist nur beim Keschern. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Premium-Qualität, aber auch Premium-Preis. Das müsst ihr euch bewusst werden, das wissen wir, das haben wir schon gesagt. Das ist die Firma aus Tschechien nicht zu den Billiganbietern gehört, wie man immer so schön glaubt. Aber ich muss auch sagen, versucht mal irgendwo auf dem Markt einen Kescher zu kriegen mit einem gummierten Netz. Ihr werdet wohl, wie ich, lange suchen müssen, bis ihr was findet. Ja, wird getestet und dann gibt es nächstes Jahr vielleicht um die Zeit ein Fazit zu ihm. Jetzt testen wir, ob der ganze Kescher schwimmt. Und siehe da, er schwimmt wirklich. Also, definitiv auch fürs Bootsangeln, weil wenn er den verliert, wenn der aus dem Boot fällt, der geht nicht unter. Die Tasche gibt es zu jedem Kescher dazu. Die gibt es entweder hier in Grau oder in einer Art Camouflage. Ja, mir reicht Grau, weil liegt eh im Auto. Muss ich nicht in Camouflage haben. Ja, was ich noch erwähnen wollte, ist, zu dem Kescher gibt es lebenslange Servicegarantie. Also wenn da was kaputt gehen sollte, was nicht auf persönlichen Fehlgebrauch hin zurückzuführen ist, klar, könnt ihr den zu Fenster schicken und die tun euch den kostenlos reparieren. Ja, also wenn es Materialfehler ist, Herstellerfehler, ganz klar. Schaut euch mal die Seite an von denen. Vielleicht findet der eine oder andere was. Vielleicht auch Spinnfischer oder schönen Fliegenfischer-Kescher, weil der muss schön mit so einem Magnetsystem, das ist ja bekannt. Aber wie gesagt, guckt es euch mal an. Es ist Premium-Qualität. Demzufolge ist es auch nicht niederpreisig. Aber es ist wie mit allen in der Angelei. Man bekommt halt die Qualität, für die man bereit ist, auch zu zahlen. Und wem es zu teuer ist, der kauft halt was anderes. Aber mir, wie gesagt, ist die Qualität wirklich, hat mich überzeugt. Weil dieser Kescher ist verarbeitungsmäßig sowas von hochwertig. Ich habe nirgendwo irgendwas gefunden, was mich stört, was man eventuell noch besser machen könnte. Also qualitativ absolute Spitzenklasse. Und wir müssen, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, von dem Gedanken wegkommen, dass aus dem östlichen Ausland nur Billigwaren kommen. Es ist eine Firma, die seit 25 Jahren am Markt ist und die wissen, was sie tun. Und demzufolge können sie auch die Preise so ansetzen, wie es ihre Handwerksqualität auch erfordert. In dem Sinne, schaut mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.